Ziel dem Ganzen ist eben, dass es ein internationales Standard gibt, das hohe Qualität hat, das die Leute verstehen und man auch durchsetzen kann und eben global akzeptiert ist. Und klar artikulierte Prinzipien. Aber hier ist international wirklich international. Es umspannt eigentlich praktisch die ganze Welt, wo inzwischen IFRS entweder verpflichtend angewendet muss, vor allem von börsenkotierten Gesellschaften, oder was eben im Tun ist. Vor allem Indien ist am Aufspringen, Japan ist auch am Machen. Was hier in dieser Grafik noch nicht ganz stimmt, ist Indonesien. Die sind momentan auch dran, zu entscheiden, wie schnell sie jetzt auf den Zug aufspringen. Also das ist auch nicht ganz fies dort. Und jetzt gerade auf 2011 ist ganz Kanada dazugekommen. Was eigentlich das Wichtigste fast war in den letzten paar Jahren, also jetzt aus Sicht Nicht-Amerika, ist, dass die EU das Ganze als verbindlich erklärt hat. Also seit 2005 müssen quotierte Gesellschaften in der EU, eigentlich egal, sie sind in der EU, Mühe nach IFRS reporten. Und es ist aber natürlich so wiederum, dass es nicht so ist, als wenn das Board den Standard erlässt, dass er das die EU einfach übernimmt, eins zu eins durchwinkt, sondern es gibt natürlich dort noch einen Konsultationsprozess, wo die sogenannte EFRAG, die Kommission das Ganze zuerst beurteilen und der Europäischen Kommission zur Genehmigung vorlegt. Und dort gibt es immer so eine zeitliche Lücke. Momentan, also heute Morgen noch erst geschaut, sind etwa noch drei Sachen, die noch offen sind. Also sie sind extrem noch im Moment. Eine Zeit lang sind etwa 20 Standards noch nicht endorsed bei der EU. Und auch in der G20, wir haben es vorhin kurz gesehen, jetzt eben auch Brasilien ist nachgekommen, China ist quasi auch autonomer Nachvollzug. Indien ist aufgesprungen und eben Europa und USA auch ein Thema ist. Schweiz, wenn ihr am Hauptsegment seid, müsst ihr auch IFRS haben. Im Nebensegment dürft ihr Swissgap Fair haben. Das ISB und das FASB, also die amerikanische Behörde, die das Ganze, also das amerikanische Board, die arbeiten rund seit 2002 zusammen an einem Konvergenzprojekt eben mit dem Ziel, a single set of high-quality global standards. Das Ziel sollte einfach sein, dass wenn ihr am Abschluss von einer amerikanischen Gesellschaft, wie die USA kotiert ist, der Hand haltet, und der Abschluss von einer chinesischen Gesellschaft, die in sagen wir, Hongkong kotiert ist, der Hand haltet, die miteinander vergleichen, könnt sagen, ja, die sind aus der gleichen Branche, die machen etwas das Gleiche, also die auch den Erfolg auf die gleiche Art bemessen oder darstellen. Das ist eigentlich das Ziel für die Vergleichbarkeit. Ist das eben ausländische Gesellschaften, die zum Beispiel in New York kotiert sind, die müssen nicht mehr eine Überleitung machen von IFRS auf US GAAP. Früher haben wir das noch müssen. Also wenn irgendjemand Novartis IFRS rapportiert hat, müssen sie eine Überleitung machen auf US GAAP, um zu zeigen, wie ist das Eigenkapital nach diesem Standard, wie wäre der Gewinn nach diesem Standard. Und eben, überleiten, Gewinn auf Gewinn. Oder das klingt schon ganz komisch. Es kann ja gar nicht sein, dass es zwei verschiedene Standards unterschiedliche Gewinn gibt. Aber hier dazu einfach der Spruch, oder? Cash is fact, profit is an opinion.